Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Optionsstrategien TV, unserem YouTube-Kanal für alle Informationen rund um den erfolgreichen Handel von Optionen, aber natürlich auch um den erfolgreichen Börsenhandel, denn Börsenhandel ist ja viel mehr als das Kaufen und Verkaufen irgendeines Underlyings. Wir sind heute wieder in der Serie über die Panikzeichen und heute hier Nummer 4, das Put-Call-Ratio. Was kann es nicht und worauf müssen wir achten? Also das Put-Call-Ratio wird ja immer mal wieder von Händlern angeschaut, aber nur die wenigsten wissen eigentlich, wie man mit dem Put-Call-Ratio so umgeht, dass es einem letztendlich auch einen Nutzen bringt. Und jetzt bin ich natürlich auch niemand, der eine hundertprozentige Lösung hat, wie man das Put-Call-Ratio anwenden soll. Aber ich habe zumindest einen Weg gefunden. Den habe ich auch nicht selber entwickelt, sondern das habe ich natürlich auch von anderen erfahrenen Tradern abgeschaut, wie man das Put-Call-Ratio so anwenden kann, dass es uns in bestimmten Zeiten richtig gute Signale liefert. Klären wir aber erstmal, was ist denn überhaupt das Put-Call-Ratio? Man kann an jeder Börse ja messen, wie viele Puts und wie viele Calls an einem Tag gehandelt werden. Wir beispielsweise schauen uns das Ganze an der CBOE an, also an der Optionsbörse in Chicago. Und da kann man ja ganz pauschal messen, dass man sagt, okay, wie viel wurde in der Apple-Aktie, wie viel wurden da Puts gekauft, wie viel wurden da Calls gekauft oder auch verkauft. Wir wissen ja, zu jedem Kauf muss es einen Verkauf geben. Also können wir sagen, wie viel wurden Puts gehandelt, wie viel wurden Calls gehandelt. Wir können das nicht nur auf eine einzelne Aktie machen, sondern wir können das natürlich auch beispielsweise auf Indizes machen, wir können das auf alle Aktien machen und wir schauen uns in der CBOE an, was auf alle da gehandelten Instrumente, die Optionen, die es da gibt, insgesamt gehandelt wurde. So, und dann erhalten wir eine bestimmte Anzahl von Puts und dann erhalten wir eine bestimmte Anzahl von Calls. Und diese beiden Puts und Calls stellen wir in Relation. Das heißt, es wird ganz simpel gerechnet. Wenn wir also jetzt beispielsweise sagen würden, heute wurden 100 Puts gehandelt und dazu wurden, was weiß ich, 50 Calls gehandelt. So, ich glaube, dann kann man schon erkennen, wenn mehr Puts als Calls gehandelt werden, dann ist das eher etwas Negatives. Das heißt, dann würden wir ein Put-Call-Ratio bekommen. 100 durch 50 wäre dann ein Put-Call-Ratio von 2. Umgekehrt, 50 Calls und 100 Puts, Entschuldigung, das ist ja glaube ich wieder das Gleiche, also nochmal 50 Puts und 100 Calls. So, also müssten wir dann rechnen, 50 durch 100 ergebe 0,5 und das wäre eben dann ein sehr, sehr positiver Wert. So, also das heißt, alle Werte, wenn es gleich wäre, 100 zu 100 wäre es natürlich 1, das heißt, alle Werte oberhalb von 1 sind bärisch zu werden, alle Werte unterhalb von 1 sind bullisch zu werden. Wenn man jetzt allerdings eine Untersuchung macht und mal wirklich schaut, bringt denn das überhaupt etwas? Also bringen Werte über 1 etwas, bringen Werte unter 1 etwas, dann wird man feststellen, das bringt gar nichts. Und auch hier brauchen wir wieder, wie schon bei den vorangegangenen Panikzeichen, wir brauchen Extremwerte. Und jetzt muss man einfach mal schauen, was sind denn solche Extremwerte, wo machen die Sinn? Und hier beim Put-Call-Ratio ist es sogar so, dass nur die bärischen Extremwerte Sinn machen. Das heißt, die Werte, die anzeigen, dass deutlich mehr Puts als Calls gehandelt wurden. Wir nutzen hier als Kenngröße 1,40. Das heißt also, wenn auf 100 Calls 140 Puts gehandelt werden, also ein Überhang an Puts von 40 Stück vorhanden ist, dann ist das für uns ein extrem negativer Wert. Das heißt, es zeigt sehr viel Angst im Markt und dann geht auch hier die grüne Laterne bzw. die grüne Ampel an. Es ist dann für uns ein Kontrasignal. Das heißt, hier suchen wir in der Nähe oder hier scheint sehr, sehr häufig ein Tief an den Märkten aufzutreten. Nun ist es oftmals so, dass diese Put-Call-Ratios von vielen nur End-of-Day gemessen werden. Wir haben allerdings festgestellt, dass bei der End-of-Day-Messung sehr häufig Extremwerte verloren gehen, weil ja beispielsweise an einem Tag
der Markt sehr, sehr, stellen wir uns vor, wir hatten die letzten Tage sehr starke Verkäufe, der Markt eröffnet wieder sehr, sehr schwach, die Investoren haben Angst, kaufen Puts und damit steigt das Put-Call-Ratio sehr stark an. Jetzt kommt es am Ende des Tages, gehen die Großen hinein, kaufen den Markt, weil er vielleicht einen Tiefpunkt hat und damit sinkt das Put-Call-Ratio wieder ab und ist vielleicht am Ende bloß noch bei 1,2 oder sogar bei 1,05 oder dergleichen. Wenn wir jetzt nur End-of-Day-Werte uns anschauen würden, würden wir nie sehen, wann es, oder nur sehr selten sehen, wann es hier zu diesen Extrempunkten kam. Und aus dem Grunde verwenden wir einen Link von der CBOE, den bauen wir wie immer hier unten unter das Video, an dem man auch erkennen kann, wann innerhalb des Tages solche Extremwerte aufgetreten sind. Und wir haben sehr, sehr häufig gesehen, dass gerade in den ersten Handelsstunden solche Werte auftreten, also in der ersten halben Stunde, bevor der Markt eröffnet oder dann in den ersten zwei, drei Stunden, gerade an solchen Paniktagen. Wie gesagt, unsere Zielgröße ist hier 1,4. Wenn wir 1,4 haben, dann schauen wir, ob wir solche Situationen oder ob wir eben eine Möglichkeit finden, in den Markt zu gehen. Natürlich in Kombination mit anderen Dingen. Und wir blenden hier mal einen Chart ein, wo wir einige dieser Extremsituationen mit dem dazugehörigen Put-Call-Ratio einfach mal dargestellt haben. Und wir sehen hier, es gibt teilweise auch mal Put-Call-Ratios von über 2. Das ist aber sehr, sehr selten. In der Regel haben wir so Put-Call-Ratios von 1,5, 1,6. Und das ist also auch wieder so ein klassisches Panikzeichen, was sehr, sehr häufig in der Nähe von Puts, in der Nähe von Böden auftritt. Und wenn man so etwas sieht, dann sollte, wie gesagt, die grüne Ampel angehen, dann sollte man sagen, okay, hier als quasi Contrarian, hier ist die Panik da und dann musst du einfach als Optionsverkäufer tätig werden und dann solltest du etwas tun an dieser Stelle. 1,4. Oftmals werde ich gefragt, gibt es denn sowas auch auf der Oberseite, also beziehungsweise, dass man sagt, okay, wenn zum Beispiel das Put-Call-Ratio nur bei 0,5 ist, dass es dann auf einem Boden oder beziehungsweise auf ein Hoch am Markt hindeutet. Niedrigeres unter 1 wäre ja etwas Positives. Ich kann das aber aus meiner Beobachtung der letzten 10, 12, 13 Jahre nicht bestätigen. Ich kenne auch keine Untersuchung, die mir zeigt, dass ein sehr, sehr niedriger Wert dann auf ein Top am Markt hindeutet, wie es ja prinzipiell aus meiner Sicht heraus sehr viel einfacher ist, einen Boden zu erkennen. Hat natürlich auch den Vorteil, an einem Boden sind die Optionen entsprechend teuer, man kann gut handeln auf der Verkäuferseite. Ein Top ist aus meiner Sicht heraus sehr viel schwerer zu erkennen, wobei wir ja auch hier Videos gemacht haben über zum Beispiel Distributionstage, wo man das also auch erkennen kann. Aber sehr häufig haben wir ja eher, dass Tops sich lange hinziehen, über mehrere Wochen, Monate teilweise, wohingegen dann die Bildung eines Bodens sehr, sehr schnell geht, also wo dann oftmals in wenigen Tagen, maximal zwei, drei Wochen, hier ein Boden ausgebildet wird. So, fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir schauen uns also täglich in unserer Routine die Put-Call-Ratios an. Wir nutzen dafür den CBOE-Gesamtbestand, also was wurde insgesamt an der CBOE gehandelt. Wir schauen einfach, wie viele Puts wurden gehandelt, wie viele Calls wurden gehandelt. Wir rechnen daraus entweder per Hand oder wir nutzen einfach die Tabellen der CBOE. Wie hoch ist das Put-Call-Ratio? Und wenn wir sehen, es ist innerhalb des Tages größer gleich 1,4 gewesen, dann ist das für uns ein Anzeichen auf Panik und dann schauen wir, ob wir eine Möglichkeit haben, hier einen entsprechenden Boden im Markt zu traden. Das war's für heute mit dem Video zum Panikzeichen Nummer 4, nämlich dem Put-Call-Ratio. Im nächsten Video gibt es nochmal ein weiteres Panikzeichen und das alles dann zusammen, das ist eine schöne Möglichkeit, dann wirklich hier ganz, ganz anders zu handeln, als es die meisten anderen Händler tun, nämlich getreu dem Motto, was ja auch Warren Buffett herausgibt, sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind, aber werde gierig, wenn die anderen ängstlich sind, können wir eben an der Stelle agieren, wo es die meisten Händler nicht tun. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, ihr habt wieder etwas gelernt und könnt es für euren Handel anwenden. Falls ja, dann bewertet dieses Video positiv, kommentiert es, auch was eure Erfahrungen sind, was ihr nutzt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute und viel Erfolg. Servus, macht's gut. Bye, bye.